Moin Leute, Trimax hier. Ich habe hier etwas gefunden, was mich so unendlich glücklich machen würde, wenn wir das auch nur im allergröbsten Ansatz bei Seven vs. Wild hinkriegen würden. Ihr lacht immer, die zwei Gamer, also Survival-Gamer, wollen da jetzt irgendwelche automatischen Farmen bauen, wie in ihren Spielen. Und ja, das möchten wir. Wenn es irgendwie nur ein kleines Fließgewässer gibt. Schaut euch das an. Das ist gar nicht unwahrscheinlich. Kanada oder in Alaska. Kleines Fließgewässer. Hätten wir automatisch frisches Wasser. Guck mal, sowas bräuchten wir nur. Und jetzt passt auf. Ich habe nicht viele Videos gefunden. Keine Ahnung. Die schreien die ganze Zeit auch irgendwie rum. Die acten auch ein bisschen. Ganz peinlich. Guck mal, die haben nur Steine. Die haben nur Steine. Das ist Sumatra nach 3 Tagen. Nein. Guck mal, das ist. Selbst wenn wir dafür 2 Tage brauchen, es geht. Kostet 4 Energie. Aber wartet auf das Endprodukt. Die sind dann nur Steine am Schaufeln. Was soll das werden? Ist schon mal krass. Ist jetzt schon cool. Nur Steine, die brauchen nichts anderes. Wir spulen ein bisschen vor. Ihr werdet komplett nass plus Kälte. Wird das da tagsüber nicht auch mal so 24 Grad? Das geht doch. Die haben einen Steinpenis ins Wasser gebaut. Nein! Das ist eine Falle! Ihr seht auch immer überall nur Schwänze. Ja, okay. Das sind die Hoden, ja. Also wenn wir so eine Stelle im Wasser haben, dann bauen wir das. Guckt euch das an. Und auch hier gibt es 2 verschiedene Typen. Es gibt einmal Fische, die schwimmen flussabwärts oder die leben nur im Fluss. Und dann gibt es Fische, die wollen flussaufwärts schwimmen, zum Laichen oder so ein Scheiß wahrscheinlich. Und da muss man erstmal gucken, welche Fische da sind. Die berühmte Eichelfalle. Schnauze, das sieht nicht aus wie ein Schwanz. Mann, lasst euch doch mal auf die Falle drauf ein. Ja, jetzt habt ihr es mir versaut. Ich fand die Falle so toll, aber jetzt sieht sie aus wie ein Schwanz. Stellt euch vor, wir kommen nächsten Morgen wieder, auf einmal liegt Chef Strobel in der Schwanzfalle. Das ist Pac-Man. Ja, Pac-Man-Falle ist es. Guck mal, ist cool, oder? Zack. Wie lange braucht man dafür? Lass es 3 Stunden dauern, wenn überhaupt. So, und jetzt fließt das. Und jetzt kommen Fische über den Tag. Da können wir auch jeden Tag hin und die ausleeren. Jetzt kommen Fische über den Tag hier lang geschwommen, weil die hoch wollen. Und hier rüber trauen die sich nicht. Gehen dann hier hin. Gehen hier links und rechts hin und chillen da. Und am nächsten Tag kommen wir mit einem Speer oder die kriegst du sogar mit der Hand wahrscheinlich gefangen oder haust einen Stock drauf. Wenn es stark regnet, ist alles weggespült. Das stimmt. Guck mal, da kommt er hoch. Zack. Da geht er hoch. Ist oben, kommt nicht weiter. Schwimmt hier gegen und schwimmt dann zur Seite. Der nächste. Flussfische. Der will hoch. Es zieht ihm die magische Art und Weise nach oben. Er geht ins Becken und schilt sich dann erstmal zur Seite.
Da, sowas suchen Bären immer, dann müssen die nicht lange suchen. Ja, zieht das auch Bären an? Scheiße. Und auch da kommt der nächste. Kommen da alle hoch. Zack, und der nächste ist drin. Hier, schön weit oben. Kommen nicht weiter und schwimmen dann gleich zur Seite. Da kommt noch einer. Schwupps. Proteine. Proteine kommen reingeschwommen. Ey, wenn das so klappt, wenn das so klappt, dann muss, also ganz ehrlich, dann wären Romatra und ich Helden. Die Farm macht circa 4000 bis 5000 XP die Stunde. Guckt euch das an, was für Prachtexemplare. Bro, die chillen da jetzt einfach im Bottich. Jetzt komme ich mit einem scheiß Speer und schlitz die auf. Ey, ich sag's wie es ist. Tag 11, Romatra, völlig, völlig ausgehungert. Sitzt der da schlammverschmiert, so aufs, hockt der da wie Gollum und frisst einen rohen Fisch, frisst dir den Kopf ab. Genau so, ich sag euch das. Ich mach euch in 14 Tagen Romatra zu Gollum. Guckt euch da an, die chillen da jetzt. Die schwimmen die ganze Zeit gegen an, sind dann ausgepowert und chillen sich da ins Becken rein. Richtig große, geile Fische. Jetzt kommen die wieder. Ja, das ist die Acten immer. Ich weiß nicht, wie ich das Acten finden soll. Das, die versuchen da irgendwie zu schauspielern. Das finde ich ganz schrecklich. Jetzt macht er das zu, damit die nicht mehr wegkommen. Wenn Romatra und ich die Falle leer farmen, versuchen wir, so welche Geräusche nicht zu machen. Guckt euch das an. Die schwimmen da einfach rein. Ist das geil? Wenn wir das schaffen, ne? Die haben da vier solche Riesenfische rausgeholt. Nach einem Tag. Ist krass. Das Video ist fake. Ja, aber davon gibt's viele. Ich habe hier nochmal einen ganz anderen Survival-Typen nochmal. Der hat hier einen... Der macht die Taktik auch mit einem Wasserfall, auch mit einem Fließgewässer. Was sehr cool ist. Der ist ein bisschen... Ist auch schon ein bisschen älter, das Video. Und auch der sammelt hier Steine. Das geht mit jedem Fließgewässer. Ich habe ganz viele Sachen gefunden. Auch fake? Nee. So, der baut das hier. Und jetzt guck mal. Jetzt geht das schon los. Guckt euch das mal an, wie die hier schon am Springen sind. Das sind Fische, die werden flussabwärts getrieben. Er hat es nur 2 Stunden stehen lassen. Guckt euch mal an, was sich da alles bewegt. Die Fische gehen in den Bottich, kommen da nicht weg und versuchen wieder hochzukommen und springen in den Wasserfall rein. Du kannst sie einfach wegsammeln. Die sind sehr, sehr klein. Und da jetzt auch eine Frage an die ganzen Survival-Experten hier. Kann man Fische, die so klein sind, so wirklich so 4 Zentimeter Fische, wenn die klein genug sind, kann man die alle roh essen? Mit Gedärm, mit Gräten, mit allem. So ganz klein, 2, 3, 4 Zentimeter Fische. Kann man die immer so essen? Jeden Fisch. Das wäre krass. The water coming down has created kind of a spiral. A little bit of foam on top. But if you look closely at the water, it is full of mollies, of minnows. Was sind mollies und minnows? Well, that's awesome. That is a lot more than I expected. I don't see anything else in Nach 2 Stunden stand das Ding nur. But the coolest feature is up here at the falls. Now I talked about them salmon jumping, trying to get back up. Check this out. Look how much activity is happening. Now none of them are really succeeding. They're jumping up, they're jumping up there, even with me standing here talking. Bro, hier sind 10 Fische. Die kannst du dir so reinsnacken, wenn die roh gehen. Mir ist das egal. Ich gehe da dann auf Funktion. Ich esse die so. Wenn ich 8 Tage, 9 Tage, 10 Tage nichts gegessen habe, ich würde die alle so roh wegessen. Guck mal, die springen sogar aufs Land. Die wollen von ihm gefressen werden. Die springen in seinen Mund. Back down. But amazing action. Ja, oder ich grill davon alle ganz viele. Auch in Ordnung. Kurz mal 2 Minuten in die Flamme rein. Traps definitely keeping what it catches. And I guess at this point we're not gonna actually empty any of them out. Wie viele? But we're going to move up and die liegen da. Ahnt ihr diese Falle? Ist das, macht euch das nicht super glücklich? Ey, wenn wir so ein Gewässer bei uns haben, ne? Ich nehm zu.
Du brauchst 100 von denen, damit du satt wirst. Weiß ich, aber da lagen jetzt schon 30 Stück hin. Und wir können da jeden Tag wiederkommen. And push them on down. But that looks awesome. Successful trap. Der hat die in einer Stunde gebaut höchstens. So nach zwei Stunden war die voll. That's what we want. Das ist so doll, eine vollautomatische 24/7 Fisch-XP-Farm. So this is the active trapping part. Now we've gone ahead and skirt. Jetzt macht er sie noch da rein. Und jetzt ist das Ding, das ist das Einzige, was passieren könnte. Er wollte sie jetzt über Nacht einmal lassen und gucken, was ist. But it can't make it. Crazy, crazy, crazy. So, hopefully the storm doesn't wash everything away. And in the morning, we'll have a better idea of what all we've caught. Er hofft, dass der Sturm das nicht wegspült. Pretty awesome. Wish it luck. We're back here in the morning. Ey, wenn uns das passiert, ne? Wenn Romatra und ich eine Fischfalle bauen, wir kommen am nächsten Tag wieder und der Wasserstand ist 3 Meter höher, dann kotze ich. Das ist der einzige Nachteil bei der Farm. Also, der kommt am nächsten Morgen wieder und selbst wenn das Wasser wieder flach ist, die Fischfalle ist weg. Ist weg. Der Hund sieht voll bekifft aus. Ist doch gut. Ja, das ist das Problem. And this is our reveal, such as it is. Now I don't get to show you any cool crawfish or fish that we trapped, as our trap probably does not exist anymore. Last night we got 3.5 inches of. So, ja, Mist. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, ne? Und jetzt zeige ich euch noch ein großes Finale, die krasseste. Ich glaube, so eine Steinfarm heißt polynesische Fischfarm. Und jetzt guckt euch das mal an. Die haben das perfektioniert. Ja, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Die haben das einfach mit einem fucking halben Ozean gemacht, die Falle. Guckt euch das an. Digga, die haben das... Wie groß. So OP ist die Farm. Die Farm ist so OP, dass sie das über einen halben Kontinent gezogen haben. Checkt ihr diese Steinfischfallen? Der geht jeden Morgen in sein Boot rein, macht sich einen übel chilligen. Die spielen ernst. Ihr habt gesagt, es gibt keine automatischen XP-Farmen mit Fischen, aber die gibt es. In Alaska gibt es auch so riesige Lachse, da ist erstmal ausgesorgt. Problem bei den Lachsen ist, die können ja irgendwie 8 Meter hoch springen. Das heißt, wenn wir da ein Hindernis haben, kann das sein, dass sie da einfach rüberspringen. Die Falle ist so groß, dass er sein Boot da erstmal festmacht. Guckt euch das mal an. Und das ist noch geiler, der hat die Falle perfekt gemacht, dass da genau die Größe vom Kescher reinpasst. Das Ding hat 2 Enden, links und rechts. Guck mal, wie der Kescher da perfekt lang passt. Dieser Monster-Kescher. So einfach kann man doch nicht fischen. Der geht da jeden Morgen hin. Guckt euch das an. Der hat alle. Der hat alle. Bro, der hat jetzt einfach 20 Kilo Fisch. Und das ist nur die Hälfte der Farm. Der kann da jeden Morgen hin. Der geht da jeden scheiß Morgen hin. Geht nochmal durch. Waren noch nicht alle. Hä, der cheatet. Und das auch noch ohne Steuerzahlen. Du musst dich halt AFK nachts da hinstellen, damit der Chunk geladen bleibt. Ja, trotzdem. So eine Falle ist... Seid ihr überzeugt von meinem Pitch? Wenn da ein Fließgewässer ist? Nochmal so viel Fische. Das ist der Schlüssel. Das wird doch Fritz hundertprozentig auch bauen. Mit Survival Mudding. Das bauen die doch alle. Sobald da irgendwie ein Fluss fließt, baut man sich so ein Ding. Oder nicht? Auch hier ist verrückt. Hier ist noch ein verrücktes Ding. Es gibt viele, viele, aus viele verschiedene Varianten. Hier sind so viele kleine Kackfische. Die können auch nicht so richtig. Und die lieben matschiges Wasser, weil da Nährstoff oder so drin sind. Guck mal diese kleinen Fische an, die sind richtig scheiße. Da ist nicht viel dran, aber wenn du davon 30 Stück isst, hast du auch eine Mahlzeit. Guckt euch das jetzt mal an. Der buddelt hier, der macht hier nur so einen kleinen Gang dahin und der buddelt hier ein Loch, dass der Matsch aufgeschleudert wird und das lockt die Fische richtig doll an. A very small pond, it's a very, very shallow pond. Into the mans.
Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, weil die zum Schlamm wollen. Hier schwimmen einfach 40 Fische rein. Seht ihr das? Guck mal, wie viele! Wie viele? Da sind jetzt 20 Stück drin, er wirft einen Stein hin, jetzt kann er sich die einfach rausnehmen. So, jetzt hast du da 20 kleine Fische. Fertig. Eine Sekunde übers Feuer, fertig. Aber die sind echt zu klein da. Egal. Hä? Jeden Tag davon 30 Stück ist doch besser als nichts. Viel, viel besser. Alleine schon wegen den Mineralien. Die sind so klein, die isst du so. Dann hast du noch die ganzen, die Fischgräten und so als Mineralien dabei. Die kannst du ganz doll essen. Das ist ja nicht viel, die sind viel zu klein. Ja, aber guck mal, wie leicht er die hat. Das macht er dann 5 Mal. Wenn du davon 60 Stück isst, hast du genug. Die sind so klein, die haben kaum Gräten, ja. Ja. Also wir haben jetzt verschiedene Flüsse gesehen, wo man mit so einer Falle was fangen kann. Ja. Muss nicht klappen. Vielleicht haben wir auch nur einen See. Dann müssen wir uns was anderes ausdenken. Aber sobald wir ein Fließgewässer haben in Kanada oder Alaska, bauen wir das Ding.